Predigt für den 25.08.2019, Pastor Hermann Lingen-Dorsten, 22.08.2019. Priester veröffentlicht Titel: Unverschämt katholisch sein. Pfarrer outet sich im Buch als homosexuell und kritisiert Zölibat. Im Februar hatte Pfarrer Mönckenbüscher öffentlich gemacht, dass er schwul ist. In einem jetzt erschienenen Buch hinterfragt er unter anderem den Zölibat und die Priesterweihe nur für Männer und macht gleichzeitig deutlich, wie sehr ihm die Kirche am Herzen liegt. So meldete kürzlich eine international tätige Firma, die sich ihre Statuten auf einem sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzil gegeben hat. In dieser Coming-out-Meldung schreibt die Vatikanum II-Firma: Mönckebischer leitet den Pastoralverbund Hamm Mitte Osten und für ihn war das Outing kein einfacher Schritt. Der Impuls für Mönckebischers Schritt kam aber aus Essen. Ruhrbischof Franz Josef Overbeck forderte im diesjährigen Wort des Bischofs und in einem Zeitschriftenbeitrag, dass die Kirche unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse ihre negative Bewertung der Homosexualität korrigieren müsse. Über Facebook hatte sich der Priester bereits im Februar seiner Gemeinde anvertraut. Bislang sei das Echo durchweg positiv ausgefallen, sagte er auf Anfrage. Rückmeldungen seien auch von anderen schwulen Priestern gekommen, die ihm Respekt bekundet hätten. Mönckebischer kritisiert die Kirche, weil sie ihm nicht egal ist. Damit knüpft er an Proteststimmen an, die in jüngster Zeit von der Kirchenbasis zu hören sind, etwa an die Aktion Maria 2.0, die sich gegen Männerdominanz in der Kirche wendet, oder an das Buch des Schweizer Moraltheologen Daniel Bogner, der eine Demokratisierung der Kirche fordert. Die katholischen deutschen Bischöfe wissen um den Wunsch nach Reformen. Unter dem Eindruck des Missbrauchsskandals haben sie einen verbindlichen synodalen Weg zur Erneuerung der Kirche angestoßen. Im Herbst startet dieser Dialog über die Themen Macht, Sexualmoral und priesterliche Lebensformen. Mönckebischers Buch bietet eine Diskussionsgrundlage dafür. Am Ende dieser Meldung gibt es auch noch einen Textauszug aus dem Buch von Bernd Mönckebischer, zum Beispiel: Beten in Geist und Wahrheit, Brot brechen, Brot, keine Oblaten und Wein für jede und jeden, ganz viel Wasser bei der Taufe, nicht nur drei Tropfen, da wird mir warm ums Herz, das regt mich an, da fließt was, da werde ich wach. Also das hat der Leiter eines Vatikan II Pastoralverbundes der Öffentlichkeit zu sagen. So sieht eine Vatikanum II-Diskussionsgrundlage aus. Und wie glaubwürdig ist das Ganze? Ehrlicherweise muss man gestehen, dass in diesem unserem Lande die Behauptung sehr glaubwürdig ist. Das Echo auf ein Coming-out sei durchweg positiv gewesen, beziehungsweise es werde dafür Respekt bekundet. Dafür stehe ich selbst als Zeuge ein. Denn vor 10 Jahren hatte sich jemand unter dem Namen Pater Rolf Hermann Lingen aus Dorsten als homosexuell geoutet. Wer das war, weiß ich bis heute nicht. Aber sehr bald nach diesem Coming-out erhielt ich sehr viele Zuschriften, zum Beispiel: Sehr geehrter Pater Lingen, ich finde Ihr Schreiben sehr mutig, sollte es wahr sein. Und: Lieber Pater Rolf Hermann, im Übrigen beglückwünsche ich Sie zu Ihrer Homosexualität. Das ist doch sehr schön. Freuen Sie sich dran und werden Sie glücklich damit. Herzliche Grüße. Und: Lieber Pater Lingen, wer die Lehre Jesu in ihrer Tiefe verstanden hat, begrüßt Ihre Einsicht und Ihren Mut, sich zu bekennen zu Ihren Fehlern. Ihre sexuelle Orientierung will ich da mal ausnehmen, da ich persönlich der Meinung bin, dass Sexualität nur dann fehlerhaft ist, wenn sie mit Gewalt und Demütigung einhergeht. Nicht aber, wenn es sich einfach um gleichgeschlechtliche Liebe handelt. Und? Jeder weiß doch, dass sich die katholischen Priester nicht an ihre Keuschheitsgelübde halten. Warum sollten sie eine Ausnahme machen? Und? Zölibat? Alles Quatsch. Jeder hat das Recht auf Liebe, egal mit wem. Dein Partner bestimmst nur und ausschließlich du.
und wenn das deinem Gott nicht gefällt, dann soll er sich gefälligst zum Teufel scheren. Zugegeben, ich selbst war wirklich über viele Jahre aktives Mitglied in der Vatikanum II-Gruppe. Ich habe die Ideologie des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils selbst aktiv unterstützt und verbreitet. Ich musste meine positive Bewertung von Vatikanum II korrigieren. Hingegen ist es völlig erlogen, dass es bei mir homosexuelle Neigungen bzw. homosexuelle Beziehungen gab bzw. gibt. Welche Schuld lädt jemand auf sich, der diese Homosexualität-Lüge verbreitet? Welche Schuld lädt jemand auf sich, der diese Homosexualität-Lüge glaubt? Aber nochmals, es bleibt wahr. Ich gehörte zu Vatikanum II. Ich habe mich in furchtbarer Weise mitschuldig gemacht an der Vatikanum II-Revolution und dafür musste ich Buße tun. Der Geist von Vatikanum II ist buchstäblich und wortwörtlich für jeden unübersehbar und unleugbar offenbar festgeschrieben im sogenannten Ökumenismus-Dekret von Vatikanum II. Der Geist Christi hat sich gewürdigt, nicht-katholische Gemeinschaften als Mittel des Heils zu gebrauchen. Das Dogma von der Heilsnotwendigkeit der Kirche ist damit ausdrücklich radikal geleugnet. Wozu den katholischen Glauben wählen? Wozu den katholischen Glauben vor Königen und Statthaltern bekennen? Wozu sich für den katholischen Glauben den Gerichten ausliefern lassen? Wozu sich für den katholischen Glauben der öffentlichen, der sozialen, der menschlichen Zerstörung aussetzen? Wozu überhaupt irgendein Opfer bringen, wenn doch auch nicht-katholische Gemeinschaften Mittel des Heiles sind? Wozu? Ja, mit welchem Recht andere darin unterstützen, katholisch zu werden bzw. zu bleiben? Und wenn die Vatikanum II-Gruppe das Dogma von der Heilsnotwendigkeit der Kirche geändert hat, welches Dogma kann dann noch als glaubwürdig gelten? Wenn Dogmen gemäß Vatikanum II eben nicht unfehlbar sind, sondern unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse korrigiert werden müssen, mit welchem Recht darf man noch an irgendein Dogma festhalten? Erbsünde, Erlösung, wen soll das jetzt noch interessieren? Wen darf das überhaupt noch interessieren? Also gerade diese letzte Zuschrift zu meinem angeblichen Coming-out ist ganz erfüllt vom Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils. Zölibat, alles Quatsch. Jeder hat das Recht auf Liebe, egal mit wem. Deinen Partner bestimmst nur und ausschließlich du. Und wenn das deinem Gott nicht gefällt, dann soll er sich gefälligst zum Teufel scheren. Gott hat sich dem Menschen zu unterwerfen, nicht Gottes, sondern des Menschenwille geschehe. Was richtig und was falsch ist, bestimmst nur und ausschließlich du. Nochmals, Bernd Münkebüschers Buch heißt Unverschämt katholisch sein. Da wird mir warm ums Herz, das regt mich an, da fließt was, da werde ich wach. Tatsächlich müssen alle Vatikanum II-Träumer endlich aufwachen, endlich den Vatikanum II-Traum beenden, endlich mit wachem Verstand gegen das Vatikanum II-Hirngespinst vorgehen. Was wird mit denen geschehen, die es ignorieren, die es dulden, die es befürworten, die es unterstützen, die es vorleben, dass die Vatikanum II-Gruppe Gott gegenüber unverschämt ist und die entsetzlichsten Unverschämtheiten gegen Gott schleudert? Seien wir nicht unverschämt, sondern seien wir wahrhaft katholisch, damit wir dereinst teilhaben an der ewigen Freude des Himmels. Amen.